So, meine Lieben, hallo, willkommen zurück zu meinem neuen Video. Es wird heute ein bisschen lauter und chaotischer. Ja, genau, weil die Kleine ist mit dabei, denn sie macht keinen Mittagsschlaf mehr. Das heißt, ich muss meine YouTube-Videos entweder machen, wenn es ein bisschen chaotischer ist und lauter, oder wenn die Kleine schläft. Also wundert euch nicht, da hinten an der Seite zieht der Peter ab, das war die Katze. Ja, und zwar hatte ich bei Instagram eine Umfrage gestartet, was ihr lieber sehen wollt, und ihr habt für skurrile Gespräche gestimmt. Und zwar ging es darum, was für Situationen mir schon passiert sind mit der Kleinen, wo Leute einfach mich dumm angemacht haben und wo es dann auch im Streit eskaliert ist. Und wir ich habe die Umfrage gemacht vorhin und direkt jetzt gerade beim Aldi ist was passiert, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich auch direkt mit ins Video nehmen. Danke! Wirklich, wirklich sehr nett von Ihnen, ne? Also, ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, ich werde euch jetzt direkt erzählen, was passiert ist. Und zwar, wir sind beim Aldi rein und wir wollten Pfandflaschen abgeben. So, ich habe Pfandflaschen abgegeben und ihr kennt ja so, dass da beim Aldi überall stehen dann auch mal Tische gegenüber vom Pfandautomat, wo dann Süßigkeiten sind oder ach was, der Kuckuck was, ne? So, und da war auch etwas, ich weiß gar nicht, was es war, es war auf jeden Fall bunt und die Meiler wollte es haben. So, bei mir, vorne rein und klar zu sagen, bei mir gibt es keine Diskussion, wenn ich Nein sage, heißt das Nein. Ich kaufe nicht immer sofort alles, was sie haben will. Weil ich bin der Meinung, dadurch verwöhnt man halt einfach die Kinder. Klar, bei mir gibt es auch mal, wenn sie sagt, oh, darf ich das haben, dann kriegt sie das auch manchmal. Ja, aber nicht immer. Und man hat halt auch nicht das Geld, dass man immer alles kaufen kann, was die Kinder haben möchten. Eigentlich ist es überhaupt kein Thema, was zur Diskussion führen sollte, weil das ist einfach so. Man soll nicht immer Ja und Amen zu allem sagen. So. Ich habe halt zu ihr gesagt, nein, das gibt es heute nicht, mein Schatz, tut mir leid, ne? So, bin dann halt, habe den Wagen genommen und wollte halt losgehen und die Meiler fing halt total an zu weinen und zu schreien und zu bocken. Die ist halt auch in der Trotzphase und die Mamas unter euch, ihr kennt das bestimmt, aber ich bin da halt stur und ich ignoriere sie dann einfach, wenn sie weint, weil ich brauche mich da gar nicht so auf sie einzulassen, weil dann ist sie noch hysterischer und will das unbedingt haben und lieber gar keine Diskussion als, ne, so. Und mir ist es auch nicht unangenehm, wenn mein Kind weint oder schreit in der Öffentlichkeit, gerade wenn es irgendwelche so Themen sind, wo sie halt jetzt, sage ich mal, nur das nicht bekommt, was sie haben will, sondern das ist mir dann egal, was andere Leute denken. Und ich verhalte mich dann genauso ihr gegenüber, wie wenn ich mich auch verhalten würde, wenn wir alleine zu Hause wären. Ja, warte, ich mach zu. Und dann bin ich auf jeden Fall um die Ecke und dann kommt ja direkt Toastbrot und so und ich habe halt die Meiler dann so an die Seite gestellt, habe mir ein Toastbrot versucht rauszukramen und dann kam eine Frau zu mir und bückte sich so runter zu mir und ich kenne sie auch, weil sie Stammkundin bei mir ist, also für die, die das nicht wissen, ich habe im Aldi gearbeitet und ich kenne diese Dame auch und normalerweise ist sie eigentlich sehr nett und hat sie sich dann zu mir runtergebeugt und meinte, sie hat anscheinend die komplette Situation gar nicht richtig mitbekommen und das fand ich dann schon mal dreist, dass sie sich da einmischt, aber da meinte sie, ja, sie müssen doch nicht so hektisch sein und sie müssen doch nicht ihr Kind dann da weinen lassen und so auf schnell machen. Lassen Sie sich doch Zeit. Hey, ja, dann leg dich hin. Sie müssen doch nicht so schnell einkaufen und lassen Sie sich doch Zeit und gehen Sie doch auf Ihr Kind ein und was weiß ich was. Und dann habe ich sie so angeguckt und da habe ich halt gemeint, entschuldigen Sie, ich brauche mir von Ihnen nicht sagen lassen, wie ich mit meinem Kind umzugehen habe und wie viel Zeit ich mir beim Einkaufen lassen soll. Ich habe es eilig und jetzt keine Diskussion und habe sie eigentlich direkt ignoriert, das Toastbrot in den Wagen und bin halt im schnellen Schritt weiter zu dem nächsten Punkt, den ich auf meiner im Kopf vorhandenen Liste abhaken wollte. Und sie schüttelt einfach nur den Kopf. Und es war halt so, dass sie mich dann halt irgendwann wieder eingeholt hatte, weil wir halt dann bei den Getränken geguckt haben. Und dann geht sie einfach zu meiner Tochter hin und will ihr so im Gesicht streicheln, weil sie halt, also sie hat nicht mehr geweint, ne? Aber sie hatte halt dann noch die Tränchen da und will ihr im Gesicht die Tränen abwischen. Und ich packe halt ihr Handgelenk so und sage, also kurz bevor sie bei meiner Tochter, ich sage so, was fällt Ihnen ein, meine Tochter einfach anzufassen? Und dann sagt sie, ja, aber ich wollte ihr die Tränen wegwischen. Da habe ich gesagt, jetzt mal außerdem, dass es Corona gibt, haben Sie nicht ein anderes fremdes Kind anzufassen, ohne mein Einverständnis. Es ist meine Tochter und Sie mischen sich da nicht ein. Fertig. Ich fasse doch auch nicht Ihren Mann einfach an. Also ich bin da richtig ausgerastet dann, weil das war mir einfach dann
wenn sich einer einmischt und also von wegen vielleicht falsch die Situation aufgeschnappt, okay. Aber anfassen ist, mein Kind ist wie ein Museumsobjekt, ja? Gucken, nicht anfassen. Wenn man das möchte, dann kann man mich fragen und dann bin ich vielleicht auch die Letzte, die Nein sagt, aber sowas geht gar nicht. Und dann habe ich ihr Handgelenk losgelassen und dann hat sie gesagt, wie unverschämt sind sie eigentlich, meinte sie, sie dann halt zu mir, dass sie wollte nur meine Tochter trösten. Ich dachte, es ist meine Aufgabe, meine Tochter zu trösten, das ist wirklich sehr nett von ihnen, aber sie können nicht einfach meine Tochter anfassen. Ich weiß doch nicht, was sie zuletzt angefasst haben, einfach mal auch auf den Punkt, ne, hinauszukommen. Ich meine, wir tragen alle Mundschutz, wir sollen Sicherheitsabstand halten und die toucht meine Tochter an. Obwohl ich ja jetzt nicht so krass jetzt wegen Corona bin, aber das fand ich einfach, das ging gar nicht. Und einfach auch im Prinzip, man fasst fremde Kinder nicht an. So, und da war ich echt stinkig. Andere Leute haben das auch schon mitbekommen, haben den Kopf geschüttelt. Also die waren auf meiner Seite, weil ich einfach gesagt habe, das macht man nicht. So, und dann war ich an der Kasse und wie der Zufall es so schön will, war diese Frau hinter mir und ihr kennt es ja, wenn ihr dann Sachen einladet, dann steht ihr ja nicht dann am Lenker vom Wagen bei einem Kind, sondern vorne am Einkaufswagen und räumt, oder an der Seite und räumt die Sachen dort ein. Ja, dann war das alles so, dass sie dann halt mit ihr angefangen hat zu reden, mit der Meiler. Und sie ist halt sehr offen, sie redet halt mit jedem über alles, sie würde ihre Adresse preisgeben, wenn sie wüsste, wo sie wohnt. Ja. Hey, hörst du mal auf? Auf jeden Fall fängt sie halt an, mit ihr zu reden. Und da habe ich mir halt nichts dabei gedacht. Da habe ich gesagt, okay, reden ist gut. Okay, es ist okay. Und dann macht sie den Mundschutz runter und will sie zu ihr hingehen und was mit ihr irgendetwas ins Ohr flüstern. Wo, da bin ich komplett aufgeregt. Ich sage, entschuldigen Sie, nehmen Sie mal bitte wieder den Mundschutz hoch und gehen Sie nicht so nah an mein Kind. Aber was fällt Ihnen eigentlich ein? Wie dreist sind Sie denn bitte? Lassen Sie doch einfach meine Tochter in Ruhe. Also, ich bin richtig ausgerastet an der Kasse und an der Kasse, haben die ganzen Leute schon geguckt und ich dachte mir nur so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Sag mal, habt ihr nichts was von Respekt gehört? Und wenn ich, da habe ich mich einfach wieder so gefühlt, nur weil ich junge Mutter bin, kriege ich anscheinend keinerlei Stimme. Ne? Also man nimmt mich nicht ernst, wenn ich sage, nein, heißt nein. Ich bin vielleicht 22 und habe ein Kind, ja, aber ich habe eine eigene Meinung und wenn ich sage, nein, heißt das nein und dann fasst ihr nicht mein Kind an, fertig. Die ist kein Hund und selbst bei einem Hund toucht man den nicht ständig an. Das wollen die Besitzer auch nicht. Oh, da bin ich richtig, richtig sauer geworden, habe dann die Meiler nach vorne geschoben und habe die Freundin ignoriert. Die hatte noch irgendwas gebrüllt, dass ich voll unverschämt sei, wie ich mich verhalten würde und sie doch nur mit dem Kind reden will. Ich sage, ja, und es ist mein Kind und dann lassen sie einfach die Finger weg. Und wenn ich das nicht möchte, dann möchte ich das nicht. So, also die Situation, die macht mich immer noch rasend, wie ihr wahrscheinlich beim Erzählen hört. Also ich habe echt gedacht, ich falle vom Glauben ab. Wie kann man denn so sein? Und es regt mich jetzt immer noch auf. Im Auto hat es mich richtig aufgeregt, dass ich sogar mal aufs Lenkrad geboxt habe, weil ich mit dieser Frau einfach, ich dachte mir, willst du mich verarschen? Also, richtig, richtig. Das war jetzt so die erste Situation, die ich euch erzählen wollte. Und dann erzähle ich euch noch eine. Und zwar, das ist jetzt schon ein Jahr her, über ein Jahr fast, und wir waren im DM. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich kriege die Situation gar nicht mehr ganz genau zusammen, aber auf jeden Fall war das auch so eine ältere Frau. Und ich war da ja dann 21. Und die hat mich auch schon so angeguckt, so von wegen, oh Gott, junge Mutter, gell, Assi und so. So, und wir sind dann da reingelaufen, wir waren beim Putzmittel und ich bin da stehen geblieben. Und dann meinte die Frau zu mir, oh, Sie haben aber ein süßes Kind. Und ich sage so, ja, danke schön, gell. Und dann meinte sie, ja, wie alt ist sie? Und da habe ich gesagt, ich glaube, sie war zu dem Zeitpunkt anderthalb oder so, oder eins, anderthalb. Und dann sagt sie, ah, und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Und dann habe ich halt gesagt, dass ich 21 bin. Dann meinte sie, war ja klar, dass die Jugend von heute immer früher Kinder kriegt. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, ich weiß schon, in was für eine Kategorie du gehörst. Und habe den Spruch einfach ignoriert und habe weiter nach Putzmittel geguckt. Und dann hat sie mich so angeguckt, so von der Seite und meinte, Sie sind bestimmt auch eine Mutter, die das Putzmittel offen zugänglich für ihre Kinder aufbewahrt. Und da habe ich die angeguckt und dachte, wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Also dachte ich mir, wie kann man denn so dreist sein, sowas zu sagen, gell? Und dann meinte sie, ja, das kann ich mir bei Ihnen gut vorstellen, Sie kennen ja gar nicht die Risiken, was Putzmittel bei Kindern bewirkt. Und ich habe sie einmal in den Kopf geschüttelt, habe ignoriert, weil das wurde mir dann zu blöd, ne? Ich wollte mich darauf nicht irgendwie eingehen. So,
Dann waren wir bei der Babynahrung damals. Also da gibt es ja halt immer noch diese Snacks, ne? So Obstriegel oder auch mal Hirsekringel und so. Und die Meiler stand da halt noch voll auf diese Obstkringel oder Pizzastangen und so. Und dann wollte ich die halt holen und stand da und komischerweise war die Frau wieder bei mir und ich dachte so, was will die in der Babyabteilung? Aber okay. Und meinte da, war ja klar, dass sie ihr Kind. Okay. Ja, da sagt sie, war ja klar, dass sie ihr Kind nur ungesundes Zeug in sich hineinstopfen. Frisch kochen können sie ja nicht. Und ich da wurde es mir dann zu blöd, diese Unterstellung. Da habe ich gesagt, also entschuldigen Sie, nur weil ich junge Mutter bin, kann ich dennoch kochen und kann mein Kind auch was Gescheites geben. Aber es darf doch wohl mal was Süßes haben. Wo ist denn das Problem? Hörst du mal bitte auf, mal da nicht spucken, ne? Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie das weiterging. Da ist jetzt einfach so ein, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall gab es dann noch wegen irgendetwas eine Diskussion. Weil ich war am Handy und habe kurz eine Freundin auf eine Nachricht geantwortet und sagte, ja, und am Handy kann die Jugend ja auch nur sein. Und da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt, ich bin gar nicht auf diese Frau eingegangen, wirklich. Und dann meinte sie, ich will gar nicht wissen, wie verwahrlost ihr Kind daheim ist in der Wohnung und dass sie sich gar nicht um sie kümmern. Und ihr junge Mütter kriegt das halt einfach nicht auf die Reihe, ich werde sie beim Jugendamt melden, meinte sie so. Und ich schaue sie so an, ich dachte so, bin ich hier gerade wirklich im falschen Film, was ist denn hier los jetzt? Und dann meinte sie, ja, ich werde sie beim Jugendamt melden. Und ich so, okay, machen Sie das. Und dann meinte sie, ja, geben Sie mir einen Namen. Ich dachte so, ganz bestimmt nicht. Und bin dann an der Kasse und bin raus und die Frau hat mich verfolgt bis zum Auto und hat mein Nummernschild aufgeschrieben und hat gesagt, dass sie mich als Halter herausfindig macht, meinen Namen und meine Adresse und mich beim Jugendamt anschwärzen will. Also es ist jetzt 1,5 Jahre her, bisher kam noch nichts. Aber ich dachte mir so, was für Hobbys, die Frau kennt mich keinen Meter, behauptet nach meiner Einkaufsliste zu gehen, wie ich als Mutter bin. Um mir so viele Sachen zu unterstellen, dass ich, Alter, die Frau ist wohl richtig hart frustriert und sucht irgendwen, an den sie es auslassen konnte. Aber, also jetzt erzähle ich das ruhig, aber damals, es hat mich auch richtig zum Kochen gebracht. Ich war richtig, richtig, richtig sauer, weil ich mir dachte, ihr wisst gar nicht, was ihr bei manchen Familien zerstören könnt dadurch, wenn ihr solche Behauptungen einfach mal in den Raum werft, ja? Also nur weil ich eine junge Mama bin, heißt das nicht, dass ich automatisch eine schlechte Mama bin. Oder dass ich besser oder schlechter als eine andere Mama ist. Jede Mama ist toll, so wie sie ist. Und jede Mama macht das Richtige für ihr Kind. Und warum können wir nicht einfach die anderen Leute in Ruhe lassen und mischen uns nicht ein? Ich finde es ja toll, wenn sich Leute einmischen, wenn die merken, okay, das Kind wird gerade schlecht behandelt, es wird geschlagen, es wird angespuckt, es wird was weiß ich was beleidigt. Ja, dann geht bitte verdammt doch dazwischen. Aber doch nicht durch sowas, wenn ihr eine Situation nicht mitbekommt, wie wenn das Kind was haben will und es nicht bekommt, oder nach einem Einkaufszettel. Also manche Leute denken echt, sie wissen, wer die Person vor einem ist, aber ihr wisst es nicht. Ich meine, die Person kennt mich ja noch weniger als euch und ihr kennt mich auch nicht richtig. Ich meine, ihr seht hier 15-Minuten-Videos von meinem manchmal Alltag. Ja, sie könnt mich auch nicht einschätzen, wie ich bin, wie ich erziehe, was ich mache und so weiter. Hier laufen ja auch mal schlechte Phasen ab, aber natürlich zeige ich das nicht. Wie das ist, wenn sie total einen Trotzanfall hat und sowas, das macht man einfach nicht. Aber ihr kennt mich nicht und nicht mal meine besten Freunde wissen manchmal, wie ich in manchen Situationen vielleicht reagieren würde, weil ich das einfach nur dann selber weiß und andere Leute haben sich da einfach nicht einzumischen. Wenn ich um einen Rat frage, ist das was anderes, aber manche Leute sind einfach katastrophal. Also ich würde mich niemals einbilden, so mit einer Person zu reden, die ich nicht kenne. Einfach, krass. Kitzel, soll ich dich kitzeln? Ja. Gut, also ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Meiler kitzeln und ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Video und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja. Okay, ich komme.